Servus, Robert. MDR Sachsen-Anhalt und der SC Magdeburg nach den Heimspielen des SC Magdeburg mit dem exklusiven Fan-Talk. Und Robert Weber steht neben mir, muss ich hier von den Zuschauern, die sehr, sehr nah ran sind, auch schon fragen lassen, warum er keine Schuhe anhat. Aber es ist ganz normal, so ein Sportler zieht nach dem Spiel die Schuhe aus, weil das was macht? Die stinken. Nee. Das ist erleichternd. Der Sport ist vorbei und die Sportschuhe kommen an den Nagel, noch nicht. Alle haben in Magdeburg irgendwas gehabt zwischen Angst nach dem Spiel vom Mittwoch, über das ich hier kein Wort verlieren werde weiter, und Euphorie auch, und haben gesagt, vielleicht gibt es irgendwie, oder Hoffnung, dass es eine richtig krasse Reaktion gibt. Wie würdest du sehen, wer hat mehr Recht gehabt jetzt? Ja, ich glaube, eher die auf eine Reaktion gehofft haben. Also man muss schon sagen, Nexe ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir haben heute zu Hause, glaube ich, nur 22 Tore zugelassen. Und ich muss auch erstmal auch ein großes Dankeschön und ja, einen vielen, vielen Dank an das Publikum, das heute doch zahlreich erschienen ist und auch sehr, sehr gute Stimmung gemacht hat. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich nach diesem Mittwoch, und da wollte ich mich einfach mal bei jedem Einzelnen einfach auch bedanken. Es war... Dann geh mal los. Nee, Das ist... Ich helfe dir auch, aber trotzdem dauert es zu lang. Für das waren es doch zu viele. Also es war sehr schön, auch 3 Tage nach so einer Niederlage doch noch bekannte Gesichter zu sehen, die hinter uns stehen, und das macht den Verein auch aus, und ich hoffe, das konnten wir heute so ein bisschen zurückgeben. Darfst du mir was erzählen, wenn ich dich darum bitte und danach frage, was ihr so gemacht habt in den letzten Tagen? Irgendwas Besonderes? Gegenseitig angeschrien, zusammen in einer Sauna gewesen, irgendeinen runden Tisch oder ähnliches? Nee, also es war so das Gefühl am Tag danach, wir hatten ja dann nur 2 Tage Zeit, uns vorzubereiten, es war so das Gefühl da abends am Training, dass sich jeder so ein bisschen den Frust aus der Seele werfen wollte, und das hat man dann im Training gemerkt. Also die letzten 2 Einheiten, finde ich, haben wir sehr, sehr gut trainiert. Wir haben sehr fokussiert trainiert, und vielleicht ist das in der Vergangenheit das ein oder andere Mal nicht passiert, und wir wollen da jetzt einfach den Rest der Saison so weiterarbeiten. Vielleicht nicht von der Zeitdauer so lang wie davor, aber einfach intensiv, und man hat gemerkt, es hat jedem Spaß gemacht, jeder hat nochmal extra was gegeben, und ich glaube, das ist auch dann so ein Ergebnis wie heute zustande kommt. Dein Gefühl des Spiels heute, war irgendwas anders in der Kommunikation unter euch? Hat sich das irgendwie anders angefühlt im Vergleich zum Mittwoch? Nee. Es war eigentlich so wie immer. Ja, also wir wussten, Europapokal ist immer was anderes wie Liga. Man merkt es auch alleine schon an den Zuschauern, es kommen ein bisschen weniger. Wir müssen da noch mehr zusammenrücken natürlich, auch nicht nur wegen dieser Niederlage, allgemein so. Und das Gefühl ist schon was anderes, vor allem du gehst halt nach so einer Niederlage wie mittwochs wieder in die Gätig Arena, weißt ja nicht, was mit dir passiert oder was dich da erwartet, und muss auch da sagen, bin ich sehr, sehr positiv überrascht, dass das so ausgezeichnet heute funktioniert hat. Du sagst, Europapokal ist immer so ein bisschen was anderes. Merkt man das auch so zum Beispiel an den Schiris? Ich hatte den Eindruck, dass die irgendwie manchmal, also jetzt nicht schlecht oder gegen uns oder für die anderen oder sowas gepfiffen haben, sondern die pfeifen manche Sachen irgendwie ein bisschen anders. Das ist ulkig. Oder ist das ein komisches, seltsames Gefühl? Kann man sich darauf überhaupt einstellen? Ich hatte den Eindruck, ein passives Spiel hat relativ lang gedauert, bis sie das auf beiden Seiten mal angezeigt haben. Das ist halt international. Also wenn du bei einer Nationalmannschaft spielst, dann wird es ähnlich gepfiffen. Das ist eben für... oftmals ein Problem für Mannschaften oder die Spieler hat, die nicht in einer Nationalmannschaft spielen, da muss man sich dran gewöhnen, aber ansonsten fand ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, es war merkwürdig. Fand ich heute sehr gut eigentlich, gerade Linie gezogen, und wie gesagt, wir haben dann am Ende, natürlich hätten wir das vielleicht ein bisschen höher gestalten können, aber ich denke, nach so einem Nackenschlag vom Mittwoch ist +8, und das Wichtigste für mich ist nur... +9. Oder +9, Entschuldigung. Wie hat denn Damgard das eigentlich gerade gemacht? Das habe ich auch nicht gesehen. Niemand hat das Tor gesehen von Damgard. Dann müssen wir hier Eulenspiegel TV, gucken Sie, oder SCM TV, gucken Sie mal rein, man kann es so sehen. Na, Einwurf und direkt rein. Ich glaube, ja, so ganz schnell mal rein. Eigentlich so eine kleine Verarschenummer, wie du sie auch immer mal ganz gerne machst. Ja, das gehört dazu. Das macht auch Spaß. Und ein bisschen Schlitzohrigkeit. Ja, das ein bisschen was Peppiges. Für das spielt man ja auch Handball. Das ist ja auch dafür da, dass man vordergründig auch Spaß haben muss. Und jeder hat in seinem Job Spaß, der ihn macht. Und das ist unser Job und das muss Spaß machen. Das heißt, man muss auch mal die eine oder andere Flitzebogenaktion, wo keiner mit rechnet, von Micha Damgard einfach mal ertragen, weil er das auch macht, weil es ihm Spaß macht. Heute macht er 10, glaube ich. Auf jeden Fall, aber man muss auch sehen, es sind noch eine Sekunde zu spielen. Man hat nichts zu... Vielleicht hätte das...
wenn noch 10 Minuten zu spielen gewesen wäre, nicht gemacht. Es war noch eine Sekunde oder 2 Sekunden. Da hast du nichts zum Verlieren. Mega Aktion und bringt euch ein Tor mehr, was hoffentlich ein bisschen ein Polster dann auch ist bei dem Rückspiel. Die Aktion, so ein bisschen die Wurstel an der Mittellinie, irgendwie im Pfiff gegen euch. Es gibt so ein bisschen Spieler, die übereinander purzeln und Matze Musche will Micha Damgaard irgendwie anhalten, dass er mit nach hinten läuft und reißt ihn dabei um. Beide gucken sich an, als würden sie sich gleich erstmal hauen. Wie kann sowas passieren? Wie schätzt du das ein? Wie siehst du das? Nee, das ist halt Emotionen von Matze und ich finde das gut. Man weiß, Mika ist jetzt nicht der Defensivspezialist und der wollte ihn einfach mitreißen, dass er zurücklauft, erstmal hinten absichert und dann den Angriff-Abwehrwechsel mit Finn Lemke zu machen. Ja, das ging halt da so ein bisschen drunter und drüber und das war ganz freundschaftlich dann wieder. Also, wie gesagt, wir sind alles Männer, da wird ganz kurz mal geschrien und nachher wird umarmt. Also, das ist ganz. Aber das habe ich bei Frauen auch schon gehört. Ja. Sag mal, der Daniel Pettersson, ja, ich bin ja so ein bisschen, also alle sind Fans von dir, das wissen wir, ja, Robert Weber. Seit Jahren in der Liga, auch vorne, immer wenn es um die Torjägerkanone geht, ganz vorne mit dabei, dann hat er sie ja auch schon geholt, ist Spieler des SCM auch oft ausgezeichnet gewesen, aber der macht schon Spaß, oder? Ja, das ist ein guter Junge, also wie gesagt. Wenn du weiter so redest, dann hole ich dir einen Rollator. Wieso? Das ist ein guter Junge. Das sind 6 Jahre Unterschied. Ja. Wartet. Nee. So fühlt sich das an, wenn du mit richtigen Erwachsenen sprichst. Ich such. Nee, also auf jeden Fall. Es bringt frischen Wind rein, es macht Spaß. Er ist ein lieber Kerl und bringt seine Leistung, denke ich, wenn er auf dem Platz steht. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind da ein ganz gutes Gespann. Zwickt es manchmal oder so? Weil ich habe nämlich auch, ich habe heute auch gesehen, als du vom Siemer wieder zurückkommst, jetzt hier zum Schluss, und der dann reinging, wie ihr euch abgeklatscht habt und er dann wieder ins Feld gelaufen ist, habe ich mir gedacht, wenn die ein paar Jahre miteinander so auf der Seite zusammenspielen, könnte sein, dass das ein richtig böses Pärchen wird, vor dem die Liga zittern könnte. Ja, das ist, ja, auf jeden Fall. Also denke ich auf jeden Fall, dass wir da beide die Klasse dafür hätten. Erstens mal so viele Jahre, ich bin schon ein bisschen älter. Nee. Spaß. Das wird man sehen. Also das ist ja, liegt ja nicht in unserer Hand. Wir können beide nur unsere Leistung zeigen. Wer und wie oft eingesetzt wird, ist Trainersache. Wir wollen beide hundertprozentig erfolgreich für die Mannschaft sein und geben da, denke ich, beide, ich kann jetzt für beide sprechen, glaube ich, ihn zu kennen, dass wir uns da beide mit 120% reinhauen. Und am Ende zählt der Sieg für die Mannschaft und das ist das Wichtigste unterm Strich. Der Robert und ich haben es ein bisschen eilig auch, weil die Gala des Sports ist in wenigen Minuten, findet statt im Herrn-Grote-Hotel in Magdeburg heute. Und da musst du dich ja noch umziehen und dich auch. Was ziehst du eigentlich an? Anzug. Ich ziehe auch einen Anzug an. Was für eine Farbe hat deiner? Grün, Rot, Rosa? Wir haben einen Mannschaftsanzug, aber ich möchte so eine Fliege dazu tragen. Ich trage auch eine Fliege. Nee. Doch. Dann ziehe ich Krawatte an, okay? Okay. Also deshalb beenden wir den Fan-Talk hier. Ich bin unfassbar erleichtert, möchte mich bedanken, werde das nachher bei der Mannschaft auch nochmal machen, weil wenn Susi Brandt und ich hätten moderieren müssen, wenn das Ding heute irgendwie schief oder schlechter gelaufen wäre, dann hätte es nur eine Möglichkeit gegeben, dass Susi Brandt nackt moderiert hätte, damit das noch irgendwie funktioniert. Und wir haben das Glück, wir können eine ganz normale, fröhliche Gala feiern, alle miteinander. Und du kriegst jetzt nochmal megamäßigen Applaus. Autogramme sind auch noch möglich und ich gebe ab an die Pressekonferenz. Hey.